Herzlich willkommen zu Aragon, mein Hundeleben. In diesem Video zeigen wir euch, wie wir mit Aragon Altpapier entsorgen. Hier in der Schweiz haben wir ein System zum Mülltrennen. Ich weiß nicht, wie ihr das in Deutschland habt. In der Schweiz wird Papier getrennt entsorgt, Glas, Batterien, Metall etc. Wird alles getrennt gesammelt. Wir haben dazu einen Behälter, einen Sack, in dem wir das Papier sammeln, in unserem Rümpelzimmer. Diese Übung eignet sich sehr gut für die Kopfarbeit. Mal nicht die Nase, sondern mehr den Kopf zu brauchen. Und es macht ihm auch riesen Spaß. Momentan haben wir hier in der Schweiz so Winter ähnlich. Wir haben Winter ohne Schnee. Das heißt, es regnet und der Schnee kommt flüssig von oben. Genau, der Schnee kommt flüssig und es windet sehr stark. Deswegen machen wir sehr viel mit Aragon, auch eben indoor. Also wenn ihr jetzt sieht, dass wir irgendwas Karton oder Papier bereit machen für ihn, dann kommt er gleich angetraut und meldet sich zum Dienst. Und manchmal ist er dann sogar ein bisschen übereifrig und verhaspelt sich ein bisschen. Also dann muss man wirklich ein bisschen mit Ruhe an die ganze Sache ran. Und das ist gerade für einen sehr aufgeregten Hund wie jetzt den Wischler oder auch andere ADHS-Hündchen ja, wirklich eine gute Sache, weil da muss er sich wirklich konzentrieren. Es ist eine kurze Übung, man kann das immer wieder mal per se einbauen. Das ist einfach sehr gut für die Konzentration und die Bindung. Wir sehen jetzt zu Beginn gleich, wie wir diese Übung aufgebaut haben. Also das heißt, den ganz, ganz allerersten Anfang haben wir nicht gefilmt. Also da ging es darum, dass er überhaupt mal versteht, was wir wollen, wenn wir ihm das Kommando also bei uns ist das Tritur, also reinlegen, sagen, was das überhaupt bedeutet. Wir beginnen unsere Übungen, bauen ihn meistens mit Futter auf, weil er das sehr gut darauf anspricht. Und wir haben erst die Distanz klein gehalten, also mit ihm zusammen, dass er das in diesen Behälter reinlegen kann und das Kommando dann so aufgebaut. Und dann mit der Zeit die Distanz vergrößert, also dass er wirklich eine größere Strecke zurücklegen kann, damit er auch dieses Karton ein bisschen länger tragen kann und sich dadurch natürlich auch ein bisschen gebraucht fühlt, also dass er da eine Aufgabe hat. Das ist ja für den Hund immer was Schönes, wenn er eine Aufgabe hat und was für seinen Menschen erledigen kann. Altpapier. Hier, Aragon, hopp, hier, Tritur. Aragon. Gut. Ja, ist ja brav. Altpapier. Komm. Also, komm, Tritur. Gut. Das war schon gut. Super, hey, lass ich. Fertig. Es gibt auch Momente, da ist der Hund nicht konzentriert und der Mensch auch nicht. Das gibt es immer wieder, das kennt ihr sicher auch aus eurem alltäglichen Leben. Genauso hat sich das jetzt abgespielt, wie wir das jetzt dann sehen, in der nächsten Sequenz. Und ja, dann muss man halt einfach ehrlich sein mit sich und die Übung abbrechen. Es hat keinen Sinn. Es gibt eine Negativspirale, das ist für den Hund nicht gut und auch für den Mensch nicht. Altpapier. Hey. Altpapier. Nee.
So, nein, ich spiele warum? Hier. Nein. Alle Papier. Hey! Komm! Nein. Sag etwas, nicht nur zeigen. Du musst deutlicher, du musst klarer. Nicht fressen. Altpapier. Mit du. Geh mit der Hang mit. Das ist checken. Jetzt da sieht man nochmal, wie wir die Stamm schon ein bisschen vergrößern konnten. Und ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir ihn von der Küche aus schicken können. Und der selbstständig nach hinten läuft, das reinschmeißt. Manchmal schmeißt er es daneben, weil er ein bisschen verhaspelt ist, genau, ein bisschen unkonzentriert ist. Also ja, einfach schnell, schnell und ah, das nächste und huja, huja, hurra. Und dann tanzt er auch damit rum auf dem halben Weg. Und dann muss man halt selber auch ruhig bleiben und ihm die Anweisung halt nochmal geben. Aber es ist so, dass er mittlerweile, das sieht man jetzt hier leider noch nicht, dass der ist kürzlich, sind wir da so weit gekommen, dass er wirklich von der Küche aus nach hinten läuft, das reinschmeißt und zurückkommt und seine Belohnung abholt. Und das macht wirklich Spaß. Also ich glaube, irgendwann kommen wir an den Punkt, dass er auch keine Belohnung mehr braucht. Ja, dann können wir das ja dann noch ergänzen und genau. Sich zeigen. Altpapier. Altpapier. Hopp! Ah, Trick tun. Nimm's. Nimm's. Trick tun. Gut! Das ist gut. Nein. Fertig. Uns würde interessieren, was ihr so für Indoor-Spiele habt, was ihr für Möglichkeiten erwägt, euren Hund auch auszulasten, wenn es draußen mal tut wie ein Schwein. Schreibt es uns doch in die Kommentare und wenn ihr Freude habt an dieser Übung, gebt uns doch ein Like und ein Abo und die Glocke. Und die Glocke, die Glocke. Damit ihr nichts mehr verpasst. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wünschen euch viel Schnee. Nein. Den Bergen. In den Bergen. Okay. In den Bergen. Nicht auf den Straßen. Nur Schnee, der dick ist und schönes Wetter und Sonne, die reinscheint. Dicker Schnee. Dicker Schnee, der das samtige Schnee, der das ist okay, aber sonst dieses Matschschnee-Zeug. Nein, wollen wir nicht. Habt Sorge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.